Und jetzt wird eine Zeit kommen, wo wir auch wieder Publikum haben werden. Das heißt, wir betreten jetzt die echten vollhybriden Szenarien, wo wir Menschen vor Ort haben und eben den Online-Faktor. Rosenhof-Team haben wir eine neue Kooperation geschlossen, der wurde umgebaut. Wir haben hier die Möglichkeit, bis zu 450 Gästen sitzend unterzubringen. Und das ist hybrid eben wichtig und deshalb mag ich diese Location. Wir haben unterschiedliche Räume, die wir dann auch unterschiedlich bespielen können. Breakout-Räume, separate Sessions, die dann parallel passieren. Wir haben das Ganze technisch, sowohl das Team Rosenhof als auch wir jetzt von der Hybridtechnik, sehr modular angelegt. Da ist uns eben wichtig, das virtuelle Publikum zum Teil einer realen Bühne machen können. Und da sind wir jetzt sehr, sehr, sehr gut gerüstet. Diese Spielmöglichkeiten, die wir haben, um wirklich sowohl im Saal als auch an der frischen Luft als auch im virtuellen Emotionen zu erzeugen, uns zu verbinden, uns auszutauschen. Mich inspiriert das unglaublich. Dann schrauben wir diese ganzen Talente in geile Formate, wo virtuell und vor Ort alle einfach ganz viel Freude und Spaß haben. Und das finde ich ganz toll.